Hallöchen, da bin ich auch mal wieder mit einem neuen Video. Ist schon ein bisschen her und ich habe einen kleinen Action heute für euch. Ich war nämlich heute mal im Action, denn ich hatte zum Geburtstag von meinem Freund einen 100-Euro-Gutschein bekommen. Juhu! Und da dachte ich, ach, fährst du heute mal zu Action und schaust ein bisschen. Und ja, ich habe mir ein paar Kleinigkeiten gekauft, aber ich habe auch wieder ein paar Sachen für die Gruppe mitgenommen. Ich konnte nicht anders, obwohl ich mir vorgenommen habe, es nicht zu tun. Denn ich hatte ja in den letzten Videos auch schon erwähnt, dass ich noch genug da habe. Und ja, ich eigentlich darüber erstmal ein Video machen wollte. Ja, und zeigen wollte, was ich halt noch habe, damit ich das eben auch irgendwie loswerde. Denn ja, ihr wisst ja, wenn ich was mitbringe, das ist ja freiwillig, da zwingt mich keiner, das mache ich gern und immer noch gern. Aber eben nicht mehr in diesem Ausmaß wie früher, denn ich bin immer oder gehe in Vorkasse. Und wenn ich das nicht verkaufe, ist das halt mein Problem, ne? Und da sind noch sehr, sehr viele Sachen, auf denen ich sitzen bleibe, geblieben bin. Und ja, und das Geld habe ich ja bezahlt. Und deswegen dachte ich mir, okay, bevor du jetzt immer wieder Neues kaufst, schaust du erstmal, dass du auch den Restbestand, sage ich mal, irgendwie verkaufst. So, das dazu. Also, fangen wir mal an. Ich habe hier diesen Block mitgenommen, den fand ich total schön und dachte, ach komm, nimmst du mit. Der sieht so aus. Wir gucken mal ganz, ganz kurz schnell rein. Na? Und ja, der geht in die Gruppe. Ich habe noch einige 30x30 Blöcke, deswegen habe ich echt schwer überlegt, nimmst du den mit? Aber ja, habe ich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wenn ich jetzt endlich mal das Video mache, das wird auf jeden Fall jetzt wirklich folgen. Die Mühe mache ich mir, klar, ich muss halt meine Schubladen ausräumen mit den ganzen Sachen, aber ja, weil viele haben mich schon gefragt, ob ich das mal machen kann, die haben nämlich kein Facebook und ja, ihr wisst ja, ich habe ja meine Action-Gruppe, darüber verkaufe ich die Sachen, die ich von Action mitbringe und wenn jemand kein Facebook hat, funktioniert es natürlich nicht. Dann habe ich den nochmal mitgenommen, den finde ich nämlich so ultra, ultra niedlich, niedlich, das ist hier mit diesen süßen Panda-Bären. Genau. Und Hündchen haben wir hier auch. Hier sind die süßen Panda-Bären. Kann man sicher erkennen, gell? Ja. Ach, hier sind auch noch kleine Pandas. Es gab auch einige neue Stanzen. Da gibt es ganz neu sind ja, glaube ich, diese länglichen. Also die Packung war echt so groß, aber die kosten 3,99 €. Bewusst habe ich die liegen lassen, denn ihr wisst ja, ich selber habe nicht so, also ich selber stanze gar nicht und kaufe auch immer nicht, weil ich wirklich nicht weiß, was ist da jetzt wirklich neu, was nicht und die sind eben auch nicht so, so günstig. Also für Action, also ja, doch, sind sie im Vergleich zu anderen Läden mit Sicherheit, aber ich meine, eine Stanze 4 Euro kann man sich ausrechnen, wenn ich 10 mitnehme, was das kostet und ja, deswegen. Ich bringe gerne welche mit, da könnt ihr mir gerne Fotos schicken oder von anderen Hauls irgendwie einen Screenshot machen, damit ich weiß, oh ja, die wollt ihr. Aber ich bringe jetzt so auf Vorkasse großartig Stanzen eigentlich nicht mit, weil das doch relativ teuer ist. Ja. Wenn ich drauf sitzen bleibe, ist es dann doch ein bisschen doof. Ist ja so schon ärgerlich. So, dann habe ich die neuen Paper-Kollektion-Blöcke mitgenommen. Die sind ja auch immer sehr hübsch. Da habe ich 4 neue entdeckt. Also ich denke mal, es gibt 4. Wir können mal reingucken. Ach, ihr wisst, das ist ja immer hier so nett zugeklebt. Hier haben wir ein Täschelkinn. War da nicht immer was drin? Ja, und dann haben wir hier. Ja, ihr wisst, das ist immer halt so mit Sticker, mit Text, was ihr euch hier raustrennen könnt. Ihr seht es ja, ne? Geschenkpapier. Ihr kennt die Dinger ja mittlerweile. Papier und ja, ich mache das mal hier. Nö, wir haben hier Postkarten, die könnt ihr euch raustrennen. Ist eigentlich immer ganz, ganz hübsch. Und auch relativ viel drin. Ne? Hier haben wir die Text, wir haben Sticker. Ja, ist so auch sehr schön für Planner, Scrapbooking und so weiter und so fort. Da haben wir einmal diesen. Dann den. Ah, ein bisschen zuckig, zuckig, ruckig, zuckig machen hier. Ne, nicht trödeln hier. So. Hier haben wir, wie gesagt, Geschenkpapier.
Also von der Mache ist es gleich. Wir haben hier Text, wir haben Sticker. Nur damit ihr mal seht, was hier, ne, von den Farben, vom Stil, ist es ja ein bisschen was anderes. Da haben wir hier sowas. Genau. Also ich, ne, zeige euch jetzt nicht jede einzelne Seite. Das springt ja immer so ein bisschen in den Rahmen. Man kann das ja so sehen. Zumindest, dass ihr seht, farblich und den Stil. Ach, das ist ein Gepopel und Gewurschtel. Mann, das ist ja furchtbar. Das ist, geht gar nicht. So, jetzt aber. Oh Mensch, ey. So, so, so. Das wäre dann sowas hier. Auch sehr hübsch. Ach, hier mit den Sprüchen. Oh. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so schon raustrennt. Ja, so ein bisschen Reise-Flair-mäßig, würde ich sagen, ne? Ja. So ein bisschen Sommer-Reise-Stil. Ganz schön. Und, na, hier kommt man mal, das geht gar nicht. So. Und dann haben wir zu guter Letzt diesen. Wie gesagt, vier habe ich entdeckt. Der sieht sehr interessant aus. Hier mit den Mädels. Finde ich immer sehr schön. So für Planner und so. Das fand ich auch immer sehr hübsch. Ich betreibe das ja nicht mehr so mit den Plannern. Ich habe die Zeit gar nicht. Guck mal, das ist so, so schön. Also den finde ich ja persönlich schon sehr geil. Hier sind die Tags. Ja, ihr seht, ich mache das im Schnelldurchlauf. Das ist, ich will da auch nicht irgendwie was raustrennen oder so. Wir gehen ja in die Gruppe. Und dann muss das schon alles ein bisschen ordentlich aussehen. So, das wäre das Papiertechnische. Ne, ich habe, glaube ich, noch was Papiertechnisches. Ich habe nämlich noch diese entdeckt. Geht gleich los, Schatz. Die sind wohl auch neu. Wie gesagt, neu für mich, weil ich war jetzt ja länger nicht im Action. Action, ja, ich weiß mit T, Action. So, und zwar haben wir hier Journaling Design Pad. Das sind ja auch wieder so, so noch halt, ne? Wisst ihr Bescheid. Also auch da wieder Text zum Raustrennen, Papier. Ja, das könnt ihr euch hier raustrennen. Genau, da habe ich einmal diesen. Also ich habe nur zwei verschiedene entdeckt. Und zwar einmal diesen und einmal den. Vielleicht gibt es davon auch mehr. Habe ich aber nicht gesehen. Kann man auch sehr schön als Kartenaufleger benutzen. Papier. Mausibärchen, Moment. So, das ist das. So, das sind diese Beine. Und dann geht's weiter. Nehme ich mal was, was mir hier in die Hände fällt. Und zwar. Moment, genau. Ja, ist immer ein Gewurschtel, weil ich hier am Schreibtisch bin und die große Tasche habe ich hier auf den Schreibtisch gelegt. Und zwar ein neues Leder. Finde ich sehr, sehr hübsch. Von den Farben auch. Wenn man dann mal richtig ins Bild hängt hier das Zeug. So, wir haben hier verschiedenes Leder drin. Also das sind also diese Ledersheets, die kennen wir ja auch schon alle. Das sind vier Designs, A5-Sheets. Also vier verschiedene Designs. Ja, da haben wir einmal diese Farben. Ne, das seht ihr hier. Dann das. Ach, irgendwie blendet das hier mit meiner Softlampe, aber man braucht ja ein bisschen Licht. Wobei jetzt langsam kommt ja der Frühling. Ne? Wir hatten heute 16 oder 17 Grad. Das ist ja, oder sogar 18, das ist ja wohl mal obergranatenmäßig. Das tut der Seele so, so gut. Und ja, finde ich richtig schön. Hier haben wir Silber. Wurde auch mal Zeit. Wir haben jetzt Ende März, auch richtig schön von den Farben, dass der Frühling kommt. Und ja, das tut schon gut, wenn die Tage länger werden. Ach, das sieht so toll aus, ne? Guckt mal, Galaxy. Wenn die Tage länger werden und ja, einfach auch
Sonnenschein draußen, blauer Himmel, das merkt man schon gleich. Tut der Seele doch schon recht gut. Da merkt man schon doch den Unterschied. So, dann habe ich neue Sticker gekauft. Die fand ich so hübsch, die konnte ich einfach nicht liegen lassen. Und zwar sind das diese Shipboard-Sticker. Shipboard vor allem, ne? Shipboard. Shipboard-Sticker foliert. Traumhaft schön. Guckt mal, die sind wirklich, das sind wirklich schöne Sticker. Da haben wir einmal das. Mann, irgendwie nervt mich das hier. Ich weiß nicht so richtig. So, dann das. Also das sind diese, die ich gefunden habe. Das sind fünf Packen. Vielleicht gibt es sogar noch ein sechstes, würde ich eher meinen, weil das ist meistens so. Aber ich habe jetzt diese fünf verschiedenen bekommen. Traumhaft schön. Richtig schön hier. Die Frau mit den Haaren, mit dem Blumenstrauß. Auch voll schön. Diesen Stil mag ich ja auch total gern hier mit der Flasche. Und ja. Richtig geil. Ich finde, das kann man auch super nehmen. Die sind ja eh schon so ein bisschen dicker, dass man trotzdem halt etwas dünnere 3D-Pads nimmt oder ein doppelseitiges Klebeband, weil die sind ja schon ein bisschen dicker und dann kann man das super schön als Karten Deko nehmen, weil, wie gesagt, ich mag ja sowieso immer so diesen 3D-Effekt, also eben so ein bisschen mit Erhöhung. Ich mache deswegen, wenn ich Karten oder so bastel, ich arbeite ja generell dann mit diesem dickeren, ja, na, doppelseitigem Klebeband. Und ja, klebe dann halt meine Die-Cuts immer mit diesem dickeren Klebeband auf, damit man eben, dass das erhöht ist. Das sieht einfach schöner aus, finde ich persönlich. So, das. Und also das ist ja bis jetzt tatsächlich für die Gruppe. Und ich gucke mal eben in meinem Stöckelchen. Das ist jetzt fast alles meins dann. Oh, mein Geburtstagsgeschenk. Aber das habe ich auch noch mitgenommen für die Gruppe. Und zwar scheint auch neu zu sein, dieses Alkohol-Ink-Glitter. Ja, mein Schatz, ich weiß. Da habe ich diese beiden Farben entdeckt. Einmal dieses rötliche. Oh, Belle Rose steht da nicht drauf. Oh, meine Waschmaschine, die macht sich gerade selbstständig. Aber das scheint mehrere Farben zu geben. Schaut mal. Also ich habe jetzt hier einmal Belle Rose und Pink Velour. Oder was? Oder wie? Oder ist das jetzt beides? Sind immer dieselben Flaschen drin? Das ist ja auch blöde. Nö, ja, weiß ich nicht, Kinders, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einmal dieses Pack und einmal dieses mitgenommen. Was anderes gab es nicht, aber laut Packung scheint es davon ja mehrere zu geben. So, das, meine Lieben, geht später in die Gruppe. Ach so, Mensch, es ist zwar jetzt nicht Action, aber ich habe von Teddy schon vor längerem diese wunderschönen Die-Cuts gekauft. Ich musste sie einfach haben. Ja, und wie es immer so ist, weil die so schön sind, dachte ich, ja, muss ich haben. Aber im Grunde, ich mache selber Die-Cuts. Und ich mache mir die, die ich eben brauche und haben möchte. Und hier sind wunderschöne drin. Aber ja, irgendwie würde ich sagen, nutze ich die denn doch nicht. Deswegen würde ich sagen, werde ich die vermutlich auch in die Gruppe packen. Genau, das sind übrigens jeweils zwei die gleichen. Ne? Genau, das seht ihr hier. Das sind diese Motive. Mal ein bisschen länger kurz. Und diese Motive. Aber vielleicht nehme ich die auch für meine Booty-Tütchen, die ich immer fertig mache. So, okay. Dann schiebe ich das mal ein bisschen auf die Seite. Ja, und dann geht's weiter. Ich habe mir eine neue Bastelmatte geholt. Meine ist so verklebt und immer wenn ich dann irgendwie eine Karte drauflege oder so und was kleben will, dann
bleibt auf der Karte irgendwie was von den Klebresten von der Matte hängen oder so. Das nervt mich total. Und die sind so günstig, da kann man immer mal eine nachkaufen. Genau, deswegen habe ich jetzt davon eine mitgenommen. Ich meine, ich habe hier eine riesen Bastelmatte. Ihr seht ja diese rosane, das ist ja jetzt nur so ein Mauspad. Aber die hier, die ist ja riesig. Die geht ja hier fast über meinen gesamten Schreibtisch. Und die sind auch ein bisschen was teurer. Die hatte ich damals bestellt. Ich wollte auch unbedingt eine in Pink, weil hier mein Schreibtisch pink ist. Und genau, aber dennoch, wenn ich jetzt halt so mal hier mit Kleber arbeite, dann nehme ich mal eben diese Matte. So, dann habe ich mir gekauft Moos. Da freue ich mich, dass ich das bekommen habe. Ich habe nämlich was vorzubasteln. Oh, ich habe Cola getrunken, sorry. Und dafür will ich oder brauchte ich Moos. Da habe ich einmal dieses Grüne gekauft und einmal dieses, ja, beigefarbene. Und ja, da habe ich nämlich bei der lieben Katrin, Mikalule heißt sie, oder Milakule. Nein, Milakule, jedes Mal verpeile ich das. Milakule, Katrin auf jeden Fall. Ihr könnt gerne mal schauen auf Instagram, Milakule. Sie hatte so eine süße Idee. Und zwar diese Reagenzgläschen, die kennen wir ja alle. Davon habe ich noch ganz viele, also diese Glasfläschchen. Und da kann man ja super viel mitmachen, ja, wenn man kreativ ist. Und ich habe bei der Katrin gesehen, sie hat diese Fläschchen gefüllt mit Moos. Und ja, ein Pilz reingemacht und dann so ein Zettelchen von außen, Glückspilz. Und das fand ich so toll, so als ein kleines Goodie. Und ich schicke ja gerne mal Goodies mit. Und das möchte ich unbedingt machen. Bei Action, ja, bei Action gab es leider jetzt keine Pilze. Ich muss mal gucken, ob ich noch sowas habe. Ansonsten werde ich vielleicht mal bei Teddy oder Euroshop oder so gucken. Irgendwo kriege ich bestimmt kleine Pilzchen her. Oder man kann im Grunde auch was anderes reinfüllen, ja. Aber ich fand das eine sehr, sehr süße Idee, so Glückspilz. Und ja, ist doch schön, wenn man sowas verschenkt. Dann habe ich mir gekauft, ganz unspektakulär, zweimal normale A4-Umschläge. Dann, wie immer, meine Nudeln. Ich habe zwar noch welche da, weil die liebe Anja, meine Süße, ich grüße dich, falls du mein Video schaust, hat mir zum Geburtstag so ein süßes Päckchen geschickt. Und unter anderem waren da auch zweimal Nudeln drin. Genau, und ich habe tatsächlich die Classics bekommen. Die gibt es bei Action nämlich fast nie, sondern nur dieses mit Tee irgendwas. Das ist dann halt hier orange. Oh, meine Waschmaschine piepst. Moment, das nervt nämlich jetzt. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, wie gesagt, habe ich bekommen und dann nehme ich die glatt mit, weil die gibt es auch bei Rewe und ich kaufe ja mittlerweile kaum mehr bei Lidl, sondern bei Rewe ein, weil da kann man auch bestellen, das kann ich dann abholen. Kostet 2 Euro extra Abholgebühr, man kann sich das sogar liefern lassen für 5 Euro, das mache ich nicht. Aber ja, ich habe mir das mittlerweile, ja, ich gönne mir das manchmal, dass ich bestelle, nur abhole, weil ja, muss ich nicht unbedingt ständig Panikattacken schieben an der Kasse. Das ist einfach mittlerweile super anstrengend. Und ja, ich gehe natürlich trotzdem irgendwie zwischendurch mal so Kleinigkeiten holen im Lidl. Wenn denn, zum Beispiel, ich liebe ja meine Cola, die gibt es nur bei Lidl. Und das ist auch gut, weil ich möchte mich ja schon weiterhin konfrontieren. Ich habe nun mal die Angststörung und ich glaube, das wäre zu leicht. Und ich glaube auch nicht gut, wenn ich jetzt nur noch meine Lebensmittel bestelle, weil ich mich dann einfach nicht mehr konfrontiere. Wobei ich habe auch manchmal wirklich ein schlechtes Gewissen. Aber dann sage ich mir, Bianca, das ist Quatsch, ne? Weil ich habe jetzt meine Angststörung wirklich seit 1995, das sind 27 Jahre habe ich mich immer und immer und immer wieder mit meinen Ängsten konfrontiert. Immer und immer wieder. Ich bin immer selbst einkaufen gegangen. Ich habe mich nie abhängig von jemandem gemacht. Und von dem her, darf ich nach 27 Jahren mir auch mal den Luxus gönnen, dass ich sage, ich bestelle, hole mir das nur ab und verzichte liebend gern auf Panikattacken an der Kasse, die ich leider im Moment auch wieder häufiger hatte. Und das strengt einfach wahnsinnig an und zieht mich immer wirklich für 1-2 Tage komplett runter. Und deswegen, nö. Ja? Ich meine, ich konfrontiere mich trotzdem. Ich gehe ja wie heute auch mal zu Action und da ist es auch immer super voll. Und ich konfrontiere mich, indem ich dann mal ja, zu Lidl gehe, aber dann hole ich wirklich nur Kleinigkeiten. Weil mir fällt das leichter, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Kasse stehe und nur ein Paket oder so eine Palette Cola habe oder eine Wurst und also so 2-3 Kleinigkeiten, als meinen Großeinkauf zu machen. Ja, weil die Kassensituation mit einem Großeinkauf, ich sag mal Großeinkauf für mich als Einzelperson, aber ne, deswegen, also mein Großeinkauf mache ich im Moment eigentlich nur noch bei Rewe, bestelle ich und hole es ab, das ist super easy und
voll cool. Und Rewe finde ich ehrlich gesagt auch besser als Lidl. Da gibt es einfach auch mehr. So, meine Lieben, dann gab es ja oder gibt es ja bei Action diese etwas günstigeren Duftkerzen, wobei die auch nicht so sehr, sehr viel günstiger sind als Airwick. Die kosten 1,69 und die von Airwick 1,99. Aber gut. Da gab es auch immer Fresh Cutten. Ich habe immer Fresh Cutten genommen und jetzt ist neu. Also ich habe sie vorher zumindest noch nie gesehen. Magnolia. Was soll ich sagen? Riecht total geil. Deswegen habe ich mir zwei mitgenommen. Wie gesagt, das ist jetzt von meinem Gutschein, den ich bekommen habe, von meinem lieben Freund. Da habe ich mich mega gefreut. Genau, da habe ich dann halt die beiden Kerzchen gekauft. Dann sehe ich gerade, war doch noch Papier bei für die Gruppe. Und zwar einmal diesen Block, einmal dieser. Ihr seht ja, brauche ich jetzt nicht zeigen, ne? Da haben wir verschiedene Bögen drin. Wunderschön. Ich meine, schaut euch das an. Das ist einfach geil. Ich stehe ja sowieso total auf den Kram mit foliert und Glitzer. Und oh, das sieht ja wohl mal obergeil aus, ne? Und hier haben wir im Grunde das Gleiche, nur ja, andere Muster, andere Farben und so weiter und so fort. So, die drei gehen auch noch in die Gruppe. Dann habe ich für meinen Hund mal die mitgenommen. Die hatte ich schon öfter in der Hand. Und heute, ich wollte dem Muchti unbedingt was mitnehmen. Und Leckerlis bei Action mache ich sonst nicht, muss ich ehrlich sagen. Nie, weil ihr müsst echt mal lesen, was da so drin ist. Nö. Aber hier haben wir einen relativ hohen Fleischanteil. Und sonst auch, ne, kein Zucker, das ist immer ganz wichtig. Also wir haben hier 84% Fleisch und ja, 43% Huhn, Äpfel, Kürbisgut, muss auch alles nicht. Hm. Ja, mein Schatz, so, wollen wir das mal probieren? Ja, und ich wollte Ihnen unbedingt was mitbringen, weil der ist seit 2 Tagen nicht so gut drauf. Der hat, glaube ich, vorne wieder irgendwie was am Zähnchen. Das müssen wir mal beobachten. Ich glaube, da ist er, den einen Tag war er ein bisschen zu wild. Und ja, müssen wir mal gucken, ob das Zähnchen jetzt vielleicht wackelt oder so. Er lässt mich nicht so richtig ran. Ja, er ist so süß, schaut mal. Was, ja, jetzt gehst du. Der hängt hier nämlich, Moment mal eben. Hier ist der süße Fratz, ne? Wollen wir das mal probieren? Ja? Ja, wie gesagt, mal gucken. Die sind auch, glaube ich, nicht so sehr hart, ne? Und dann gucken wir das mal. Moment, ich mach mal auf. Ja, sehen so aus. Komm her, mein Schatz. Warte, das mal probieren. Eins. Nee, hier, mein Schatz. So. Ja, das schmeckt dir? Ja, du willst... Ja, er ist so ein Geier, ne? Ja, zwei. Ja, ja, wenn ich ihn anquatsche, pass auf. Ja, ja, genau. Schmeckt er gut? Dann antwortet er. Schmeckt er gut? Nö. So. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Ja, der mag dabei immer nicht so gestört werden, was ich aber auch akzeptiere. Und ja, er darf dann auch knurren. Ich meine, wir wollen ja auch nicht, dass irgendwie Leute in unserem Teller hängen, wenn wir fressen. Ja, also es scheint ihn zu munden. Mein Teppich sieht wieder aus. Ja, genau das hasse ich. Der Moment, wenn man aus Versehen Stopp drückt, weil man ja unbedingt das Handy aus der Dingskacke, aus dem Schwenkarm hier nehmen möchte, wenn man, während man ein Video macht, weil man den Hund filmen will. Toll, jetzt muss ich das Video zusammenschneiden, aber what is what it is. Und wir machen mal eben weiter. Ich habe mir dann noch einmal ein Deo mitgenommen. Völlig interessant. Und ich musste heute wieder feststellen, Action ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen durchgelutscht. Also es ist einfach mal Fakt. Action ist toll. Action, werde ich auch mal sagen, ist toll, definitiv. Ist günstig, auch definitiv. So, ich habe mir Brownies geholt. Weil was ich auch noch sagen wollte zu den Nudeln, ne, weil mir das gerade einfällt, günstig. Genau, die gibt es auch bei Rewe, aber für 1,39. Bei Action für 99 Cent. Ich meine, das ist schon so ein bisschen ein Unterschied. Ja, wie gesagt, ich habe nach langer Zeit mal diese Brownies genommen. Die findet meine Mama übrigens auch total geil. Ja, und wie gesagt, ich habe für mich gar nicht so viel gekauft, weil, ja, also da ist dann auch mal schön, wenn man dann doch mal auch zum Teddy geht oder, ne, da findet man dann doch mal was anderes.
weil Action ist dann doch irgendwo immer das Gleiche. Also die Bastelsachen sind toll da und wie gesagt, ja, ihr wisst vielleicht, was ich meine. So, dann habe ich mir total toll für meine Spülmaschine einmal einen Reiniger mitgenommen. Ja, und sie waren wieder da, deswegen habe ich mir auch nochmal 2 Klebemäuse gekauft, weil die brauche ich auch immer zum Basteln. Und ihr wisst, ich kaufe auch immer die feuchten Hundetücher. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich, weil sie riechen gut und wirklich geile Teile. Dann habe ich mir noch ein 7er-Pack schwarze Socken gekauft. Fand ich auch recht günstig. 7 Paar, knapp 4 Euro, glaube ich. Und ja. Und für den Schatzi habe ich natürlich was mitgenommen. Tada! Ich habe da schon alles abgemacht, Schilder und so. Und ein Riesenschild hier. Und das finde ich so süß. Da haben wir einmal das. Und für den Schatzi habe ich dann das mitgenommen. Ich wusste, das ist eigentlich zu groß, ja. Aber für draußen, er kann ja, kann das Ding ja an den Bändchen tragen. Fand ich das ganz fesch. Guck mal, Schatzi, Mama hat. Oh. Und ja, habe ich mitgenommen. Der Schatzi kriegt das mal eben. Hey. Ui. So, meine Lieben, das war es auch im Grunde schon. Ui. Also ihr seht, für mich habe ich gar nicht so viel gekauft, aber es hat sich dann doch wieder ein bisschen geläppert, weil ja, für die Mädels habe ich ja doch wieder was mitgenommen. Ich überschlage mich, vielleicht sollte ich mal ein bisschen langsamer reden, aber ich finde das immer ganz grausam, wenn jemand total lahm redet und wirklich einen dabei die Zehennägel einschlafen. Ich bin eher so der, ja, ich mache mal fix. Ich bin generell in allem, was ich tue, fix. Also keine Schlaftablette. So, und das war's. Ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen zauberhaften Abend. Und die Sachen gehen nachher in die Gruppe. Schaut auf jeden Fall rein. Schaut bitte auf jeden Fall, ja, einfach mal das Album durch. Sind auch ältere Sachen drin, aber es sind so schöne Sachen. Und nur weil die älter sind, ist es ja nun, ist ja völlig wurscht, ne? Aber wie gesagt, Leute, die kein Facebook haben, ich mache auf jeden Fall demnächst, jetzt ist meine Waschmaschine fertig, zum zweiten Mal, ich schleudere nämlich immer noch mal extra. Ja, ich werde auf jeden Fall die Tage ganz schnell, demnächst, morgen, was auch immer, das Video machen. Und dann zeige ich euch, was ich noch habe und dann dürft ihr gerne zuschlagen. So, meine Lieben. Und dann kann ich übrigens wieder für euch fleißig shoppen bei Action. Genau, aber der Bestand muss erstmal ein bisschen raus. So, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Ciao.